Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Ricoh R23S. Es ist eine belastbare TV-Wandhalterung. Sie ist schwenkbar und neigbar. Sie ist universal funktional einsetzbar für 31 bis 65 Zoll Fernseher, auch Curved-Bildschirme. Es ist eine Fernsehhalterung, die maximal 95 Kilogramm unterstützt. Das heißt also, guckt vorher, dass der Fernseher, welcher euch im Auge klebt, so, welchen ihr gerne erwerben möchtet, nicht über 95 Kilo wiegt und dass dort der Fernseher ein VESA, ein WESA-Standard unterstützt. Und zwar den WESA 400x400. Das seht ihr dort. Ne? Das ist immer der Lochabstand auf der Rückseite eures Fernsehers. Wenn der aber, wie gesagt, in WESA 400x400 mm ausgestattet ist, könnt ihr diese Wandhaltung benutzen. Es gibt aber dieses Modell auch noch für 32 bis 55 Zoll. Es gibt das auch noch für 32 bis 60 Zoll oder 37 bis 65 Zoll oder von 40 bis 75 Zoll. Also ihr seht, das Spektrum ist hier groß gewählt und ihr könnt dieses Wandhalterungchen funktionell und angenehm einsetzen. Das Tolle an einer Wandhalterung ist einfach, dass ihr nicht mehr auf dem Boden angewiesen seid, sondern einen Fernseher an der Wand montieren könnt und diesen Fernseher dann auch noch schwenken, ausziehen, zusammenziehen, also nicht den Fernseher selber, sondern die Position des Fernsehers verändern könnt. Die Fernsehhalterung ist bis zu plus und minus 90 Grad schwenkbar, wenn die Bildschirmbreite maximal 80 cm beträgt. Der neigbare Bereich liegt bei plus minus 15 Grad. Das meinte ich nämlich gerade. Ne? Wir können es neigen und wir können es auch noch in der Seite schwenken. Der Wandabstand ist zwischen 115 mm bis zu 522 mm variabel einstellbar. Das seht ihr nämlich hier an diesem Mechanismus hinten. Wir haben also zwei klappbare Scharniere da drin, die hier hinten dann eine sehr gute Positionierung und breite Abtragung oder Anbringung an die Wand mit sich bringen. Dann das Schwenkärmchen und dann die WESA 400x400 Lochabstand-Systemhalterung vorne, die dann an den Fernseher kommt. Das heißt, zur optimalen Einstellung nach der Montage ist die Frontplatte um plus bis minus 6 Grad drehbar. Die Kompatibilität. Passende Bildschirme, Diagonale, sind in dem Fall 79 cm, das sind 31 Zoll. Dann gibt es noch 81 cm, das ist 32 Zoll. 94 cm, 37 Zoll. 102 cm, 40 Zoll. 107 cm, 42 Zoll. 109 cm, 43 Zoll. 122 cm, 48 Zoll. Uiuiui. 124 cm sind 49 Zoll. 127 cm sind 50 Zoll. 140 cm ist 55 Zoll. Dieses Teil wird bei uns zum Beispiel dieses Modell aufbringen. 140 cm, 55 Zoll. Und das ist auch der Standard, der heute in den Wohnzimmern der Hood eigentlich immer so angesagt sind. 55 Zoll ist so Standard heute in den Haushalten. Ihr könnt aber mit dieser Wandhaltung noch ein bisschen höher gehen. Gehen wir weiter. 147 cm, 58 Zoll. 152 cm, Bildschirmdiagonale, 60 Zoll. Und am größten wäre 165 cm, 65 Zoll. Also nur mit diesem Modell. Die haben ja noch mehr. Könnt ihr auswählen. So, Kapazität. Der TV-Wandhalter hat eine hohe Belastbarkeit von bis zu 95 Kilogramm. Ein normaler Fernseher in der Größe 55 Zoll hat ungefähr 20 Kilogramm auf die Waage zu bringen, circa. Ne? Das heißt, wir sind hier noch meilenweit entfernt von den 95 Kilo. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn da auch schon ein WESA ist, das sogar noch an eine Röhre packen, die nicht so groß ist oder vielleicht doch. Es gibt ja auch noch dieses andere. Es gibt ja TFT, OLED, QLED und dann gab es noch dieses Plasma. Plasma ist schwerer, wenn ihr zum Beispiel noch Plasma habt, die haben auch schon den WESA-Standard früher benutzt, der würde zum Beispiel gut auch zupassen. Aber wir werden natürlich einen angenehmen QLED-Screen, einen 55 Zoll damit montieren. Wenn die WESA-Normen unterstützt werden von 200 zu 200, 300 zu 200, 300 zu 300, 400 zu 200 und 400 400, 400 maximal.
Das heißt, ihr könnt auch leichtere Dinger dran machen, die kleiner sind. Die zum Beispiel auch 200-200 oder 300-200 oder 300-300 haben oder 400-200. Das würde auch passen. Also ihr seht, eine große Möglichkeit der Kompatibilität ist hier gegeben. Es ist geeignet für Samsung, TCL, LG, AOC, Blaupunkt, Changhong, Jiong, Grunding, Hisena, Yatichi, HTC, HVC, OK, Orion, Panasonic, Philips, Skyworth, Sony Technisa, Telefunk, Toshiba, Medium, Thomson, etc., etc., etc. Also ihr könnt im Prinzip alle Fernseher dran babbeln, die die WESA-Standards unterstützen. So, so, genug gelabert, jetzt gucken wir uns das Ding mal an, wie es wirklich in echt auch dann ankommt. Erst die andere Seite. Alles massiv gebaut, da geht nichts kaputt, keine Angst. Hier seht ihr nämlich diese, den Screen von hinten und dort sind dann immer vier Löcher. Und das ist der Abstand in Millimetern, was den WESA-Standard mit sich bringt. Und wir hatten ja gerade noch gesagt, 4×200, bla 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 bla. Also hier steht minimal 60 mm, maximal 400 mm. Das liegt daran, weil die Haltearme ja hinten variabel einstellbar sind. Und hier seht ihr auch, was alles da möglich ist. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, ihr könnt es euch angucken. Ne? Da sind ein Haufen Montagefähigkeiten gegeben. Und die Montage ist gar nicht so schwierig. So. Wir öffnen und schauen uns an, was zum Vorschein kommt. So, das ist normal. Wir haben ein großes Spektrum an Kompatibilität. Das heißt, wir brauchen auch ein großes Spektrum an Stuff. Und das ist das. Ein Riesenhaufen an Unterlegscheiben, ein Riesenhaufen an Schrauben und Dübeln. Diese müsst ihr dann auf eure Größe oder auf eure Fernsehgröße einstellen können. Unterlegscheiben in verschiedenen Dicken und Höhen sind dabei. Und Achterdübel, Achterschrauben und noch mehr Schrauben, ganz viele Schrauben, unterschiedliche Größen an Schrauben und eine Wasserwaage. Das ist das Wichtigste. Schaut euch an, es ist eine Wasserwaage dabei. Wow! So, die sind mit Lettern versehen, ne? GHIJKLMN. Das heißt, wir können hier sogar hingehen und nochmal das ABC lernen. Denn es fängt bei A an und endet bei O. Nice, oder? Das ist doch schön. Diese Firma bildet uns also auch beim Auspacken und Verwenden einer Wandhalterung. So, die brauchen wir erst später. Wir ziehen jetzt alles raus und haben hier jetzt nichts mehr drin, das heißt, das kann weg. Jetzt haben wir hier noch ein Paket im Paket. Ich liebe Pakete im Paket, die nicht aus Plastik sind. So, so, das ist auch noch schön montagemäßig dabei. Da ist eine Pinzette dabei. Warum ist da eine Pinzette dabei? Ja gut, wenn ihr also eine Zecke bei der Montage dieser Wandhalterung habt, dann habt ihr also auch direkt eine Zeckenentfernungszange dabei. Nice, oder? So, die denken also sogar an eure Gesundheit. Ich freue mich sehr. Danke, Rico O. Hier sind noch mehr Unterlegscheiben und hier sind auch Flügelschrauben dabei, um dann eine vernünftige Positionierung zu setzen. Und wir gehen hier also dann im Alphabet noch bis zum Buchstaben U. So, hier sind zwei Haltefreunde. Diese Haltefreunde sind, wie gesagt, standardisiert auf den WESA-Standard. Und ihr seht hier auch dieses Schwenkbare. Und es ist aus einem schönen Material, also es ist aus Metall gefertigt und pulverbeschichtet. Das heißt, es ist gegen Rost geschützt. Wir haben hier drinnen zwei Bolzen. Diese dann die Positionierung, sprich das Vor- und Runterschwenken, ermöglicht, das Kippen. Hier unten haben wir, können wir dann den Fernseher selber einhängen bzw. anschrauben oder sichern. Das gleiche haben wir natürlich zweimal am Start, weil wir ja zwei Punkte der Befestigung benötigen am Fernseher. Am Fernseher, der kommt hier vorne hin und hier hinten, das kommt dann an unsere Ärmel und wird halt dann befestigt, indem das verschraubt wird. So, die sind auch schon vormontiert. Und jetzt kommen wir zu einer Bedienungsanleitung, die auf Deutsch ist und auch hier euch detailliert mitteilt, wie das geht. Da, schön, ne? Aber egal, ihr guckt einfach mein Video danach, dann wisst ihr es auch. Und zwar easy. So, hier haben wir also jetzt das Teil, was dahinter ist.
Und zwar, hier ist jetzt vorne. Ne? Hier ist vorne. Hier kommt dann unser Fernseher dran, der dann verbunden wird mit unserem hinteren System. Das hier ist hinten, das hier ist vorne. So, ihr seht, ich kann das hier scharniermäßig ausfahren. Ja, das hier ist nicht so tragisch, ist aber schade. Das ist eine Abdeckung, um es einfach schöner zu machen. So. Und hier haben wir zwei Arme. Der eine Arm ist sehr stabil, der andere ist etwas kompakter, muss aber trotzdem auch noch alles halten. Warum ist das so? Hier ist der Drehpunkt, der ja dann hier hinten befestigt, das wird befestigt mit den Langlöchern an der Wand. Hier ist die Wand. Dann habe ich hier noch monsterfetten Bolzen, weil das Ding ja bis zu 95 Kilo, glaube ich, halten konnte. Das heißt, es muss ein massives Gelenk hier hinten sein, denn es wird ja eine Hebelwirkung stattfinden. Vorne ist ja dann das Gewicht und der Hebel, ne, der in der Mitte ja dann verlängert wird, wird dadurch ja dann auch noch vergrößert. Dadurch ist dann das Zugmoment, was vorne einwirken kann, auf die Halterung hinten sehr groß. Und das wird jetzt hier auf eine breite Fläche verteilt. Ne? Deshalb die guten Langlöcher hier, in der Mitte Aussparung, um Material zu sparen. So, dann haben wir hier also die Möglichkeit, es in der Seite zu schwenken und aus und rein zu fahren. Ne? Ist klar, ne? So fahren wir es rein, so fahren wir es raus. Und die Härte könnt ihr hier an den fetten Nüssen einstellen. So, dann können wir dieses Teil hier vorne auch noch schwenken. Und hier vorne kommt dann dieses System dran. Das wird nämlich hier in diesen Laufschuhen nämlich eingehängt und dann verschraubt. So, hier wird es eingehängt und von unten wird es dann verschraubt und kann hier dann auch noch in der Seitenbewegung mit tariert werden. Hier unten einfach verschrauben, dann ist das fest, hier nämlich mit verbunden. Hier vorne kommt der Fernseher dran und die Hinterseite ist dann natürlich an eurem hinteren Teil, sprich an eurer Wand befestigt. So, und dann könnt ihr, das ist nämlich das Tolle an diesen Systemen, die werden eingehängt, das heißt, diese Teile werden erst an den Fernseher geschraubt, hiermit an die Fernseherrückseite und mit den Teilen dann zusammen, also sprich, das macht ihr zuerst, die auf der linken Seite kommen an den Fernseher und die rechte Seite macht ihr dann an die Wand. Und wenn diese beiden Sachen dann auseinander dividiert sind, sprich, das ist an der Wand und das ist am Fernseher, dann kommt ihr zusammen mit dem Fernseher einfach an und hängt das hier ein, plopp, und dann ist es fest im Prinzip. Um das dann aber noch zu supporten, dreht ihr diese Schraube fest, alles erledigt. Das Einzige, wo ihr halt drauf achten müsst, ist auf das ABC, welches hier sich befindet. Und jeder Buchstabe und jede Größe der Schraube, jeder Abstandshalter ist unterschiedlich für nämlich die Größe der Fernseher. Das war's schon. So einfach ist es dann doch zu installieren. Ihr müsst halt nur die richtigen Abstände einhalten und dann hier das von hinten verschrauben mit dem Fernseher. Also ganz easy, auch installationsmäßig. Diese Dübel hier sind jetzt, ich würde sagen, Medium-Qualität. Das ist noch Oldschool-Dübel. Das heißt, die sind nur für Betonwände da. Wenn ihr genau gehen sollt, holt euch vielleicht dort wenigstens Dübel, die dann etwas höherwertiger sind. Ansonsten habe ich hier nichts dran auszusetzen. Sieht wirklich sehr qualitativ hochwertig aus und auch einfach in der Montage. Ne? Linke Seite an den Fernseher, rechte Seite an die Wand. Und dann beides verheiraten am Schluss, unten zuschrauben und die ganzen anderen Schrauben und Abstandshalter könnt ihr dann in eurer Werkstatt benutzen. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr eine Zecke bei der Montage bekommt, die könnt ihr hier mit der Zeckenzange von Rico-O entfernen. Und natürlich für spätere Arbeiten habt ihr noch eine Wasserwaage in Mini-Format dabei. Die Wasserwaage ist einfach nur dafür da, damit ihr diese Wandhalterung auch gerade in Waage an die Wand bekommen könnt. Ja, und jetzt die zu benutzen, einfach die Wasserwaage nehmen, oben drauf schalten und wenn dann, wenn ihr bei der Installation seid, sprich da hinten macht ihr das dran, legt ihr das drauf und wenn der Freund hier in der Mitte sich auffindet, so, hier, der muss in die Mitte, kann man gut lesen, dann habt ihr die
Wandhalterung in Waage aufgehängt, weil das ist wichtig, weil wenn wir jetzt hingehen und einen großen Fernseher ranmachen, der fast 2 Meter in der Breite ist, dann sieht man das direkt, wenn der zum Beispiel auf irgendeiner Seite nicht so gerade ist. Deshalb ist es sehr sinnvoll, dort auch eine Wasserwaage mit einzubeziehen. Aber was die Pinzette soll, weiß ich nicht. Kommen wir zur ersten Installation. Das heißt, wir werden unser Haltesystem von unserer Wandhalterung erstmal zusammen montieren, weil jetzt gerade, wenn wir das so installieren würden, dann würde der Fernseher durch sein Gewicht einfach nach unten kippen. Um das aber später einstellen zu können, sprich den Winkel der Neigung, können wir dieses Teil jetzt fokussieren auf einen Punkt und einloggen. Dafür hat das, der Hersteller sich ein System ausgedacht und deshalb gibt es auch die Zeckenzange. So, PQRST brauchen wir jetzt. Aha, hier ist sie. So, also auch wenn ihr keine Zecke habt, braucht ihr dieses Ding eventuell. Wenn ihr kleine Finger habt, braucht ihr das nicht. So, wir gehen jetzt mal ran. Ran an den Stoff, Leute. Wir sitzen also jetzt vor unserem System und schauen uns das an. Hier ist unten, da ist oben. Als erstes außen würde ich sagen, machen wir die Flügelschraube dran. Darunter kommt immer eine, wir sind jetzt also hier in der Mitte bewegen wir uns jetzt, okay? Dann kommt eine Unterlegscheibe, dann sind wir hier an dem Punkt. Danach kommt von innen nach außen ein Bolzen mit, das ist das Tolle, mit 4 Ausfräsungen an der Seite. Das heißt, das sichert sich selber von innen. Jetzt sind wir links fertig. Jetzt kommen wir in die Mitte auf die rechte Seite. Dort von innen nach außen kommt wieder eine Schraube, die sich selbst sichert. Und die guckt ja jetzt hier draus. Dann kommt wieder eine Unterlegscheibe und dann kommt der Mutti. Die Mutti ist selbstsichernd, auch gut. Und das werden wir jetzt mal vormontieren. Das haben wir ja zweimal. Das heißt, wir haben hier unser Teil. Wir gehen also jetzt hin und können von innen, ne, das bewegt sich ja hier, von innen jetzt die Schraube positionieren. Und hier fängt es an. Ich habe fette Finger, wie ihr seht. Und meine fetten Finger kriegen das nicht so gut gebacken. Deshalb hat der Hersteller sich gedacht, coole Sache, ey. Ich mach mal hier die Zeckenzange rein. Das ist gut. So, jetzt haben wir also schon mal einen Bolzen hier durch. Was wir jetzt natürlich vergessen haben, ist die Unterlegscheibe, wie so oft. So, Unterlegscheibe kommt hier auf unser Freundchen drauf. So. Und ist dafür da, um die unterlegte Area dann später zu supporten. Die Unterlegscheibe kommt aber natürlich nicht auf den Center oder auf den Kopf, sondern von der Außenseite, weil wir wollen ja den Druck jetzt, der hier, den Drehmoment, der hier in der Mitte dann aufgebaut wird, vernünftig verteilen und deshalb ist eine Unterlegscheibe wichtig. So, also wir fangen an, Freundchen nehmen, rein damit. Hier durch und wir kommen außen hin. Jetzt sehen wir, hier ist es schon gelockt, was sehr gut ist. Jetzt können wir das von innen festhalten, kommen jetzt mit der Unterlegscheibe an, packen die Unterlegscheibe rein. Dort könnt ihr auch, da gibt es so ein Nippelchen, das Nippelchen nach innen reigen. Und jetzt sind wir also von innen supported, dann genippelt. Und jetzt können wir hier unseren Verstellmechanismus dran schrauben. So, den können wir jetzt festschrauben. Und jetzt können wir auch schon den Hintergrund sehen, warum das gemacht wird. So, wenn ich das offen mache, kann ich die Neigung verstellen. Wenn ich schließe, ist es fest und kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt lassen wir es in der Mittelstellung, kommen zur anderen Seite. Wieder unseren Freund nehmen, so, dran damit, hineinpopeln, durchschieben, festhalten, andere Seite, Unterlegscheibe, dran damit und die gute alte Mutti dran. So, die Mutti müssen wir gleich noch festziehen, also wir brauchen, was nicht im Lieferumfang ist, ich würde sagen, es ist 10er Nuss, um das gleich noch festzuschrauben, aber wenn das fest ist, alles gut. Es ist jetzt sogar schon relativ fest, weil wir hier von der einen Seite ja klemmen können. Also das hier drüben ist eher stabilisierender Natur als richtig verstellender Natur. Das stabilisiert nochmal den besagten Punkt hier. So, ausgezeichnet. Jetzt kommen wir zur rechten Seite. Da machen wir genau das anders herum. Das heißt, wir kommen wieder hin, nehmen uns den Freund, packen den hinein, wenn wir ihn fallen lassen. Nehmen, also dieses, das ist sehr sinnvoll.
Ganz toll. Das haben die toll gemacht. Ey, ich bin stolz auf euch. Jetzt kommt er unter die Scheibe, drauf damit. Und jetzt müssen wir nochmal überlegen. Hier ist rechts. Das heißt, hier kommt von rechts dann die Verstellung, weil da wollen wir von außen einfach unkomfortabel drankommen. Jetzt können wir das in einen geraden Punkt einstellen und haben die andere Seite auch schon fest montiert. So, andere Seite noch. So, das müssen wir da reinfummeln. Das müssen wir da reinfummeln. Hier am Kopf festhalten und hinein mit uns. Dann mit dem Finger supporten, andere Seite hingehen, Unterlegscheibe positionieren. Und wenn ihr keinen Schlüssel zur Hand habt, dann würde es, glaube ich, fast sogar reichen, wenn ihr das richtig festdreht. Nur richtig professional ist das ja nicht. Wir werden das gleich einfach noch festziehen. Und so können wir jetzt die Neigung schon dann vom Fernseher selber initialisieren. So, erstes Bauteil ist damit schon mal zusammen. Hier ist mein Schraubenschrauber. In dem Fall ist es ein Maul- und Ringschlüssel. Entweder Maul oder Ring, was ihr wollt. Ihr könnt sogar im Notfall noch einen Knochen nehmen zum Beispiel. Also jetzt kein Knochen vom Menschen, sondern vom Fahrrad. Oder ihr benutzt, im ganz krassesten Fall, könnt ihr sogar eine Wasserrohrzange nehmen. So, von innen festhalten. Jetzt geben wir 10er Nuss, 10er Maul, 10er Ringmaul, was ihr wollt. Und ziehen das fest. Aber wir ziehen das jetzt nicht so fest, dass wir uns nicht mehr bewegen können danach, sondern wir ziehen das nur leicht fest. Weil es soll ja eine führende Position haben. So, guck mal, das reicht schon. Wenn es nicht mehr wackelt, ist es gut. Weil das jetzt hier nämlich die Einstellbarkeit viel, also das macht das fester. Ne? Oh, seht ihr, ich brauche viel mehr Kraft. Wenn ich das jetzt wieder etwas lockere, ne, gehen wir ein bisschen hin, dann geht das wieder einfacher. Nur, was wollen wir denn? Wir wollen ja nicht jede Woche einstellen. Das heißt, wir können das hier schon was fester machen, um es dann etwas härter einstellen zu können. Warum? Weil wir ja auch ein großes Gewicht vorne dran haben. Das heißt, es ist besser, es etwas fester, aber nicht zu fest einzustellen. Also hier ist so ein Mittelding gefragt. Das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch noch. Und checken da auch dann, das ist noch zu locker, finde ich. So, natürlich jetzt, wenn es ganz fest knallt, guck mal, jetzt kann ich es gar nicht mehr bewegen. Ne? Oh, jetzt müsste ich ganz viel Kraft aufwenden. Jetzt weiß ich also, ich gehe ein Stückchen, eine Vierteldrehung zurück und schon ist es wieder in Ordnung. So, das heißt also, jetzt erst haben wir diese Freunde richtig aufgebaut. Jetzt können wir damit also jetzt zur Rückseite unseres Fernsehers uns aufmachen. Wir befinden uns jetzt auf der Rückseite unseres zu montierenden Fernsehers. Es ist ein 55 Zoll Samsung QLED Fernseher. Aber das ist eigentlich Wayne. Es unterstützt aber den Weser-Standard 400x400, meine ich, war das. Wir brauchen jetzt E, D, G und F. Bei E und D müssen wir gleich variabel reagieren. Weil was wir jetzt machen ist, wir haben hier hinten am Fernseher vier Löcher. Diese vier Löcher, das ist der Weser-Abstandsfreund. Okay? An diesen vier Punkten werden wir gleich also unser Haltesystem anbringen. Denkt daran, unten ist die Schraube, oben ist der Haksystem, das Haksystem. Das heißt, wir gehen jetzt hin und werden erstmal ermitteln, welche Spacer wir brauchen. Wir haben einmal fette Spacer und wir haben einmal dünne Spacer. Seht ihr den Unterschied? Wenn wir die fetten Spacer mal drauflegen, gucken wir, ob wir dann noch mit der Schraube, welche jetzt durch die Halterung geht und durch den Spacer bis auf das Gewinde unten funktionieren. So, dafür gibt es HIJKLMN unterschiedlich groß, von klein bis groß, wie ihr seht. Wir haben hier einen 55 Zoll Fernseher, das heißt, ich fange direkt mal ein bisschen fetter an. Ne? Wenn ihr aber die kleinen braucht, dann braucht ihr die kleinen. So, erstmal gucken, ob es passt. Wir gehen tiefer rein und wir sehen, hier Gewinde funktioniert. Okay, alles klar. So, der Fette funktioniert schon mal, auch vom Abstand her. Das heißt, wenn wir den jetzt hier 5 Umdrehungen geben und dann den Spacer dazwischen machen, oh, der Kleine ist schon ganz gut. Ne? Wenn wir jetzt aber den Fetten dazwischen machen würden, seht ihr, habe ich gar keinen Platz mehr für die Halterung selber. Also wissen wir jetzt schon, wir müssen den kleinen Spacer benutzen. Weg mit dem großen Spacer, her mit dem kleinen. Jetzt gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen die Schraube wieder raus. Packen nun die kleinen Spacer also dran, zack, zwei Stück, einen oben, einen unten und legen dann bereiten uns sozusagen mit unserem Schräubchen vor,
den Unterlegkumpel. Der Unterlegkumpel hat unterschiedliche Bohrungen. Warum? Für die kleinen Freunde, für die mittleren, die in dem Paket noch sind, und für die großen. Wir sind natürlich ganz fett unterwegs und nehmen die Fetten. Was wir dann noch benötigen, ist eine Unterlegscheibe. Diese Unterlegscheibe ist aus Kunststoff und kommt dann noch drauf. So, also diese Konstellation solltet ihr euch bauen, bevor ihr das Teil jetzt damit verbindet. Jetzt gehen wir hin, das ist unten, hier ist oben. Wir drehen es also einmal um, okay? Und jetzt gehen wir hin und packen in das Langloch unseren Kumpelblase rein. Und wir wissen ja, das ist unten, das ist oben, Das heißt, wir drehen das so rum, dass wir im krassesten Fall jetzt nicht hier Überstand haben. So hätten wir Überstand. Also gehen wir hin und drehen das so rum. Jetzt können wir hier schon mit der fetten Schraube rein und merken, oh ja, stimmt, da packt noch gut, alles klar, da ist noch genug Platz, um hier richtig schön festzudrehen. So, jetzt haben wir die erste Seite schon mal ein bisschen festgedreht. Jetzt können wir das hier dran hin und her bewegen. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Das heißt, wir holen uns im Falle eines 55 Zoll Fernsehers, holen wir uns die fettesten Freunde. Die fettesten Freunde werden ausgestattet mit den Unterlegscheiben und der Plastikunterlegscheibe. Und jetzt bewegen wir hier diesen Bereich so, dass wir ihn auch noch am Fernseher festkriegen. Das heißt, der Spacer kommt unten. Darüber kommt unser Systemsfreund. Und jetzt können wir das nämlich daran oder damit verbinden. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, aber wir schaffen das schon. Wir gehen hier durch, zack, und lassen es reinfahren. Jetzt brauchen wir natürlich ein Werkstück, Verbindungsgerät, sprich einen Schraubendreher. Jetzt drehen wir das einfach fest und haben das nun schon in der Position, in der wir es haben wollten, positioniert und können die andere Seite auch festdrehen. So, festgedreht ist alles. Das heißt, wir haben es schon verbunden. Easy, oder? So, das heißt hier, diese Schiene ist jetzt auf einem Level hinten an eurem Fernseher dran. Das wollten wir erreichen, das haben wir erreicht. Und wir sind jetzt auch nicht weiter runter oder hochgekommen. Was wir natürlich machen können, um in der Mitte eher täglich zu werden, wir können das wieder lösen und das obere hier an dem Langloch befestigen, das untere dort. Lass uns das auf der anderen Seite machen. So, wir gehen wieder hin. Wir brauchen unsere kleinen E-Spacer. Die kleinen süßen E-Spacer kommen schon mal auf die ESA-Löcher drauf. Ja, sie sind montagefähig dort positioniert. Jetzt gehen wir hin und nehmen hier oben mal das Loch, das Langloch. Und dazu kommen unsere N-Freunde wieder zum Einsatz. Darunter kommt die Unterlegscheibe. Das ist Nummer G. Und jetzt gehen wir hier hin und fangen mal auf der Oberseite des Flatscreens an. Hinein damit. Zack, und hinein damit. So, hier drehen wir aber jetzt in die Richtung, dass wir oben nicht drüber stehen können. Setzen das ein und drehen es schon mal an. Nicht ganz fest, sondern nur an, dass es packt. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, brauchen wieder unsere Schraube. So, brauchen wieder unseren Unterlegfreund aus Metall und unsere Unterlegscheibe aus Kunststoff. Jetzt wieder durch damit. Also ihr seht, es ist schon, wenn man es einmal raus hat, ist kein Problem. Und jetzt können wir hier, können wir rumfahren, hoch und runter. Und wir schauen uns an, da gibt es wieder Einstellmöglichkeiten, dass ihr im Center immer euch aufhaltet. Dass ihr dort also jetzt nicht irgendwie zu groß nach oben oder zu groß nach unten kommt. Und so könnt ihr das dann hier mit dem Langloch verbinden und auch sehr gut von oben dann verschrauben. So, das sind also jetzt die zwei Möglichkeiten. Ich suche mir jetzt gleich noch die beste aus, um das auf ein Level zu bringen, weil so kriegen wir das jetzt nicht hin. Ich habe euch jetzt nur gezeigt, wie man oben ins Langloch geht und hier war es unten im Langloch. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich entscheiden für diese Version. Ergo gehen wir einfach hin, entfernen hier wieder unser Löchli, ne, um die beiden wieder auf eine Ebene zu bekommen und gleichzeitig auch, um die Sachen viel besser montieren zu können. So, wenn die dann ab sind, gehen wir hin, hier raus. Hier wissen wir jetzt, da ist das Loch, wo wir durchgehen. Ne? Da ist das Loch, wo wir durchgehen. Das heißt, das können wir schon mal vormontieren. Ergo hier rein damit. So, flutschi dutschi. Jetzt für effektmäßig kriege ich es nicht durch. Okay.
So. So, wir gehen hier ins Langloch. So, hat funktioniert. So, seht ihr, da geht's durch. Dann können wir nämlich gut von hier verschrauben. Unser Spacer wieder dazwischen. Wir gehen rein, ziehen ein paar Umdrehungen fest. So, das reicht schon. Und gehen jetzt von der anderen Seite dran. Hier brauchen wir natürlich noch unser System, was hier jetzt gerade am Rumfliegen ist. Gehen hin und stellen das jetzt auf die gleiche Höhe ein, wie wir es auf der anderen Seite auch gemacht haben. Hier dran achten, dass wir richtig rum das montieren. So, zack. Und festschrauben. So, und jetzt können wir den Abstand so einstellen, dass er uns sehr mittig erscheint. Oder ihr könnt es sogar ausrechnen. So, also hier gleicher Abstand. Alles cool. Festschrauben und festschrauben. So ist also jetzt schon mal unser hinterer Bereich von unserem oder an unserem Fernseher installiert. Und jetzt können wir das gleich am Ende, wenn wir die Halterung an die Wand gebracht haben, ganz einfach einhängen. Und zwar hier oben an den Häkchen rein und unten dann noch kontern und festschrauben. Jetzt geht's an die Wand. Dort ist die Wand. Die gute alte Wand ist entweder aus Beton, aus Holz oder aus anderen Materialien. Das heißt, ihr müsst wegen dem Dübel müsst ihr euch überlegen, wenn ihr Rigips habt, sprich Hohlraum drin ist, dann einen Hohlraumdübel zu verwenden. Wenn Beton ist, nutzt ihr den mitgelieferten Dübel. Und wenn Holz ist, könnt ihr so in die Wand ran. Wir haben jetzt die Höhe ist variabel. Ihr könnt es hinmachen, wo ihr wollt. Also bedenkt, der Fernseher hat eine Breite und eine Höhe. Haltet ihn vorher dran und macht euch vielleicht genau in der Mitte vom Fernseher, macht ihr euch einen Punkt an die Wand. Dann wisst ihr schon mal ungefähr, wo ihr hin wollt. Weil die Neigung und den Schwenkbereich können wir noch einstellen. Dann haben wir also den Punkt jetzt 1,60 Meter in der Höhe. Als Beispiel, das ist so ein Mittelwert zwischen, also jetzt nicht Mitte der Wand, sondern hier oben ist noch ein Drittel des Weges, unten zwei Drittel des Weges, circa ungefähr fast die Hälfte. Und dann können wir das so hier gut dran machen. Hier kommt dann dieses Gerätchen dran. Und zwar mit der löchligen Seite an die Wand. Das flache mit dem Rail bleibt vorne. Und wir müssen jetzt dann gleich unsere Wasserwaage mit zur Hilfe nehmen. Halten es dran in der Position, wo ihr vorher angezeichnet habt. Nebulisiert das mit der Wasserwaage aus und zeichnet dann die Bohrlöcher an. Also erstmal rausfinden, eventuell Schulter hoch, einfach den Fernseher dran, wenn ihr genau davor sitzt. Das ist so ein unprofessioneller Richtwert, den ich jetzt festgelegt habe. So, und jetzt können wir es dran halten und erstmal zeichnen, wo wir die Dübel setzen wollen oder werden. So, wir stehen jetzt hier. Ich habe mir noch einen Mann zur Verstärkung geholt. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir hin. Wir halten das Teil auf dem, was wir gerade vorgezeichnet haben, ungefähr an den Punkt dran. So, und nun legen wir die Wasserwaage drauf. Da ist die gute alte Wasserwaage. Und jetzt können wir es erstmal einstellen, bis der Punkt in der Mitte ist. Jetzt ist der Punkt in der Mitte angelangt. Das heißt, jetzt können wir anzeichnen. Und man sollte jetzt das ganze Langloch am besten mittig anzeichnen. So, und das reicht schon. Dann nach oben, linke Seite, anzeichnen. Dann gehen wir in die Mitte, anzeichnen. Und wir gehen nach unten, auch dort anzeichnen. So haben wir nämlich genau jetzt gleich unser System, wo wir bohren können. Und rechts, dieses Langloch auf der rechten Seite, auch in beiden Etagen. Und schon haben wir unsere Punkte, die wir gleich uns beschwallen können. So, da sind sie. Und jetzt können wir uns dort in der Mitte nämlich immer arrangieren und haben genug Platz und Freiraum nach rechts und links, um dann die Halterung sogar noch im Ganzen ein wenig zu schieben. Also es ist richtig schon was Platz, was ihr dann noch zum Schieben haben werdet. Also hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Boah, 2, 4, 6 Löcher. Bevor wir bohren, solltet ihr vielleicht noch gucken, ob da irgendwas Böses drunter ist. Sprich Metall oder andere Leitungen. Wir gucken. Alles klar, das sollten wir nicht bohren. Da auch nicht. 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 Also wir suchen uns einen anderen Spot und werden dort das gleiche Prozedere nochmal wiederholen. Denn dahinter
Ist irgendein Metallgegenstand. Ich habe eine Probebohrung gemacht, wie ihr seht. Und das hat alles funktioniert. Es kommt kein Wasser raus. Der Strom ist auch noch an. Ich lebe noch. Und auch eine Gasexplosion haben wir nicht erlebt. Das heißt also, wie ihr seht, obwohl das Detection-Ding anzeigt, dass da ganz viel Metall sein sollte, habe ich nichts feststellen können. Das heißt also, wir bohren jetzt gemütlich mal weiter. Nur das kann natürlich bei euch ein bisschen anders sein. Immer aufpassen. Jetzt wird also gebohrt. Was war das? 10er Dübel kommen rein, also müssen wir auch einen 10er Bohrer benutzen. So, wir leben noch. Nichts ist explodiert. Jetzt können wir die Dübel reindrücken und werden dann die ganze Halterung, wie vorhin schon erklärt, dagegen halten und verschrauben. Am besten dort immer im Kreuzverbund vorgehen, also erstmal die äußeren, dann die mittleren, also erstmal so leicht rein und dann machen wir fest im Kreuzverbund und haben es dann schon mal an die Wand gebracht. Jetzt kommen wir zur Montage, Dübel sind drin, wir haben also die Schraube, dann haben wir Metallunterlegschraube oder Teile, die kommen unter die Schraubenkopf und jetzt gehen wir hier durch und zwischen der Verbindung mit der Wand und der Schraube kommt dann noch die Plastikfreundin. Das ist dann G und C war das, glaube ich. Jetzt gehen wir an die besagten Löcher dran und schrauben die Teile jetzt schön gechillt rein. Erstmal mit der Hand, weil wir ja mehrere Points haben, wo wir dran gehen werden. Das heißt, jetzt können wir hingehen und nehmen Schraubenschlüssel und drehen das schon mal ein bisschen fest, so, bis es anhält, aber noch nicht fest ist und gehen dann erstmal zu den anderen und werden diese dann installieren. Das heißt, wir holen uns den nächsten, die nächste Schraube und die Schraube kommt wieder Metall, so, und drunter kommt Plastik. Das heißt, wir müssen ja, wie ihr merkt, hier noch einen gewissen Abstand haben, um die Schraube ja auch montieren zu können. So, dann rein, dann von innen, weil wir ja noch Abstand haben, können wir jetzt die Unterlegscheibe aus Plastik drunter machen. So, das ist dann so ein Schutz und gehen mit der nächsten rein. Auch dort wieder nur leicht anschrauben, damit wir noch die anderen versetzen können. So, und das machen wir jetzt bei allen. Bevor wir sie komplett festschrauben, werden wir erstmal überall nur vorsetzen. So, wie ihr seht, haben wir das jetzt ganz in Ruhe und gechillt festgemacht. Und jetzt können wir noch mal gucken, ob wir noch gerade sind. So. Kommen wir hier in die Mitte und sehen, yep, so sieht man es besser. Wir sind noch auf einem geraden Weg ausgezeichnet. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können sogar jetzt noch, wie ihr seht, rechts und links verschieben. Also wir können jetzt noch ein bisschen eingreifen in die Lage des ganzen Systems. Und wenn ihr dann die Endstufe erreicht habt, alle im Kreuzverbund festziehen und dann haben wir unser System schon an die Wand gebracht. Jetzt bringen wir den Fernseher an und gucken, ob unsere Verbindung mit der Wand und der Wandhalterung auch stark genug ist. Dazu gehen wir einfach hin und klemmen uns hier gegen, wo meine Nase ist, mit der Wandhalterung. Wichtig ist, dass ihr die Wandhalterung einfriert hinten, dass die mit den beiden Stellschrauben eingesetzt ist, dass es sich nicht bewegt. Dann könnt ihr es ganz einfach einhängen und braucht nicht 5 Leute dafür. So, wir gehen hin und hängen es ein. Dann lassen wir es vorsichtig los und sehen, dass der Flatscreen an der Wand hängt. Oh. So, jetzt können wir das natürlich noch unten verschrauben und das machen wir jetzt auch noch. Jetzt brauchen wir einen Schraubendreher und werden direkt mal unseren Haltesystem hier demonstrieren. Wir sind jetzt hier oben eingehakt, wie ihr seht, dort und dort. Jetzt können wir es immer noch raushebeln. Um das nicht zu machen, beziehungsweise zu vermeiden,
gehen wir mit den Schrauben rechts und links jetzt über die Rail und können so den dann nicht mehr abnehmen. Was wir aber immer noch machen können, ist, wir können diesen Teil verschieben und zwar über die ganze Plattform nach rechts und links. Also ihr seht, in der Seite ist es auch sehr, sehr möglich einzustellen. Dadurch, dass ich das jetzt, guck mal, das reicht sogar mit der Hand, verschraubt habe, bleibt jetzt der besagte Flatscreen an Ort und Stelle und wird sich dort in der Seitenverschiebung nicht mehr bewegen können. So, das machen wir jetzt an beiden Seiten und ziehen es dann ganz normal mit dem Schraubendreher noch fest, damit dort auch ein bisschen Drehmoment drauf ist. So, jetzt festdrehen und hier vorne, zack, einfach festdrehen. So, und jetzt ist er fest und kann nun verstellt werden. Das heißt, wir gehen hin, können jetzt in dieser Richtung uns verstellen und wir können auch nach vorne und hinten rausziehen. Seht ihr das? So, und er kommt. Und wir können auch noch in der Neigung hoch und runter ein bisschen verstellen, wie ihr seht. Und er bleibt auch so stehen. Also stellt ihn einfach so ein, wie ihr wollt. Können sogar wieder ganz zurückklappen und dann könnt ihr Spaß mit eurem Fernseher haben, der jetzt an der Wand montiert ist. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Und so.